Howdy, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Sengfreud! Ja, in der letzten Folge sind wir in Level 4 gekommen. Hier seht ihr noch den Endscreen davon, ne? Wir haben ein bisschen Kohle für die Wolfsfälle bekommen und jetzt geht's weiter. The Sawmill. Ah. Ist wahrscheinlich die das Mühle Segelwerk. Von dem, oder ist ja. Von dem Typen, den wir vor ja, Raum gerettet von haben, wahrscheinlich. Betrunkenen. Oder der mit den Riesenhänden. Genau. Ja. Und der roten Nase. Der versoffene Holzverarbeiter. Von nebenan. Gar, nee, da sind wir noch bei unserer Schwester. Oh, aber da ist er. Yeah. So I'd gone down to the hardware store in the village to get stuff to fix my mill. I was coming back and since I didn't have any more tobacco in my pouch, I said to myself, it'd be a good idea to warm myself up a little at Jackie's. Say, Phidias, could there be something here that's attracting the beast? Except for my cabin, my barn. There's just your mill, but the attacks keep getting worse night after night. You're not hiding anything from us, are you, friend? Me? Hiding something? As I live and breathe. In fact, if there's something I would have liked, it would have been for you to help me defend my mill last night. The lumberjacks from W. Hood Company came to take away the downed tree that was blocking the main road. So you can easily get to the mill now. Oh. And then if you help me, I'll help you back putting out your traps. With the three of us, it'll go faster. Sounds like a good deal to me. You can count on us tonight. We'll protect your mill. Alles klar. Ja. Wir haben uns jetzt mit ihm verbündet, ne, weil seine Mühle immer sehr böse angegriffen wird von den Werwölfen und wir müssen das jetzt verhindern. Und die Karte ist wieder sehr viel größer geworden. Wie ja. Fast doppelt so groß. Ja, wir müssen jetzt scheinbar ja immer nicht nur unser eigenes Haus, sondern eben auch noch andere Gebäude hier verteidigen gegen die Wölfe. Ja, das ist richtig. Für diese W. Hood Company hat wohl einen Baum weggemacht. Genau. You can now cut lumber for the W. Hood Company. Just click on the button to chop wood. Each time you chop wood, you receive money for your effort in exchange for action points. Ah, so können wir doch noch ein bisschen was machen. Action points that are lost this way are represented by the orange part of the gauge. Oh, und die Spike Trap. Die Spike Trap kriegen wir anscheinend auch jetzt, ja. Okay, mal gucken, was die genau macht. The Spike Trap. Der nächste Fallentyp also. The Spike Trap automatically triggers as soon as three enemies are standing on it. This icon represents the amount of enemies standing on your. Oh, okay. Also wenn mindestens drei drauf sind, wird die ausgelöst. Ja. Da muss man die natürlich gut locken. Kann man natürlich auch wieder den Köder benutzen, genau. Bestimmt. So, und das ist die Mühle, das neue Gebäude, was wir verteidigen sollen. Jo. Ja, und diese W. Hood Company, das erste Video, heißt jetzt quasi, je weniger Action Points wir ausgeben, dann können wir... Ja, und du kannst irgendwie Holz fällen hier irgendwo, ne, glaube ich. Ja, das ist das damit, hier. Genau, damit. Und das kostet aber Action Points. Genau. Man dafür kann kriegen wir aber Geld. Ja, man kann Action Points quasi in Geld umwandeln mit dieser Arbeit. Genau. Also restliches, was man nicht ausgegeben hat. So, sind wieder zwei Wellen. Die erste, so, da kommen links zwei, oben einer und rechts habe ich gerade nicht gesehen. Zwei normale, die laufen hier an das Haus. Die könnten wir ja theoretisch wieder mit... Ah ne, hier starten wir ja, die könnten wir eigentlich so mitnehmen. Einfach, also zwei normale Wölfe sind ja schnell weggeaxtet. Ja. Ja, oben der Werwolf, den müssen wir halt irgendwie verhindern. Den Werwolf? Also da würde ich ja... Da brauchen wir... Auf jeden Fall. Guck mal, die kosten nur 10 Cent und wir haben echt viel Kohle gerade. Ich würde die normalen fallen, eine vor die Brücke, eine nach die Brücke schon mal. Dann ist er schon mal böse gedamaged. Nach drei schafft er auch nicht. Guck mal, du aber wir schaffen es ja eh nicht in der Zeit dahin, bis der eben. Hier angreift. Deswegen mach einfach drei so Fallen dahin. Das sind nur 30 Cent. Ja, aber ich glaube nicht, dass das den töten wird. Weil also eben, als er die durch eine die Falle hat gelaufen ihn, ja, aber die hat ihn ja fast die Hälfte gekostet. Wenn wir drei hinmachen, ist er auf jeden Fall down. Nee, die Hälfte, was ihn die Hälfte gekostet hat, war der Headshot mit der heiligen Kugel. Ach so. Das andere war noch nicht mal ein Drittel, also die Wolf Trap. Also ach so. Selbst drei Stück würden, glaube ich, nicht lang. Also bräuchten wir vier. Aber guck mal, was ist mit den anderen Wölfen, die da rechts kommen? Nummer das zwei geht normale. Hier ein Hängennet hin? Funktioniert das? Sind zwei das? Große, ne? Ja, aber das geht ja nur, wenn du dann hinrennst und ab dran schießt. Das schaffst du in der Zeit niemals. Guck mal, der ist schon da. Der rennt einfach nur direkt ja, aber los. Wir haben doch den Köder, um ihn wieder aufzuhalten. Eine Zeit lang. Boah, das wird und prinzipiell sehr müssen wir ja nur hier unten die Wölfe wegaxten und dann schnell hier hochrennen.
Wenn du meinst, dass du das schaffst in der Zeit, eben war es ganz schön knapp. Ja, aber das war auch von hier, da haben wir erst gegen Werwolf gekämpft, was viel, sehr viel Zeit gekostet hat. Und dann sind wir hier hochgerannt, bis hierhin. Das ist schon noch weiter als hierhin. Also ich glaube, das sollten wir packen. Ja, was machen und wir die mit hier großen, können wir natürlich ja. mit der Wolftrap, der kostet ja nur eine Wolftrap. Das sind aber zwei große, ne? Da reicht ja, ja, genau, doch da hat eine gereicht eben auch. Ja, oder du schaffst es, legst einen Köder neben das Haus und machst da so ein Spark-Ding drunter. Aber es geht halt erst nur dann los, wenn wirklich alle drei auch an dem Köder sind. Ja, dann machen wir das so, oder? Das ist eine gute Idee. Wenn die wirklich alle hingehen, aber so könnten wir es versuchen. Ja, ich glaube, die sollten da alle hingehen. Machen wir mal hier einen Köder, oder? Jo, genau. Und jetzt die Spark drunter. Was kostet die eigentlich? Mal gucken. 75? Ne, 15. Was steht da unten? Ich kann's. Also 50 Action Points und 15 Cent. Ah, 15 Cent, genau. Okay, cool. Ist okay. Dann machen wir die mal hier hin. Oh. Ja, das passt schon. Passt und, das, ja. Ja, aber dann mach vorsichtshalber auch noch so eine andere Falle daneben. Einfach für meinen... Wo denn? Einfach oben drüber, direkt ans Haus, dass nicht irgendwer direkt ans Haus geht. Und so eine? Ja, genau. Zack. Okay. Ach so, und die Welle 2 müssen wir noch angucken. Haben Ach wir jetzt ja. fast vergessen. Richtig. Ja, stimmt, da kommt ja noch was. Okay, hier oben kommt die noch. Okay, den könnten wir aber mit einem Hanging Net dann bestimmt kriegen, weil wenn wir dann da hochlaufen, ja, also die sollten sich selbst töten direkt. Und was? Wow. Ach, oh, ach du Scheiße. Noch ein Werwolf? Nee. Ja, ein Werwolf. Ja, wir sollten vielleicht doch große. Da unten bleiben einfach. Ach nee, wir müssen ja jetzt eh hochrennen, oder? Ach nee, doch nicht. Vielleicht klappt es ja mit dem Köder. Dann müssten wir da gar nicht hin. Dann können wir hier unten bleiben und uns um den hier direkt kümmern. Genau. Ja. Mach oben, da ist nur einer links. Da kannst du direkt, wo auch immer der losläuft, so eine Falle hinsetzen für 10 Cent. Da unten die Spike-Traps sind da auch. Quatsch, da oben, da unten. Setz dich einfach hier hin. Wo denn? Erik, oder? Die unten, die sind doch auch bestimmt immer noch da. Nee, die sind weg hier. Hier haben wir noch eine Falle von... Ja. Im letzten Mal, die Wolftrap. Was ist das? Und das noch sind noch normale Wölfe. Ja, nochmal zwei. Einfach nochmal so zwei Fallen. Nochmal zwei Wolftraps, ja. Oder wir könnten wieder die gleiche Tour durchziehen mit den drei. Mit der Spike Trap. Ja, das wäre günstiger insgesamt, ne? Wäre günstiger. Wird nur halb so viel kosten. Ja, dann machen wir das, oder? Ja. Nimm die eine wieder weg. Dann müssen wir nicht 30 Cent für drei Fallen ausgeben, sondern nur die 15 für die Spark Trap. Dann mache ich hier die Spike Trap hin. Ja, das Spike Trap. Und oben drüber den Köder. Und einen Köder mit rein. Einfach, genau. Dann müssen wir nur hoffen, dass der eine Wolf von unten schnell genug ich dahin geht. Ich komme irgendwie nicht. Ja, muss ja? Ach so, ich habe keinen Köder gerade eingesetzt. Jetzt, so. Ah, okay. Alles klar. Sonst müssen wir da halt hinrennen, notfalls, ne? So, und jetzt müssen wir uns nur noch um den hier kümmern, quasi. Ja, da mach wieder so eine 10 Cent. Ach so, oder so. Den können wir auch direkt dann wegknallen. Aber das ist zu nah. Ich glaube, wenn du das direkt an ihn dran machst, genau da startet der ja, weißt du? Ja, aber ich könnte auch noch einen Köder da hinlegen, prinzipiell. Dann wird er auf jeden Fall da auch unter der Falle stehen bleiben direkt. Ja, das würde ich vielleicht machen. Oh Gott. Ja, oder? Ja. Ich meine, ansonsten kommt er halt direkt auf uns zu. Ja, du musst aber ganz schön hart koordinieren jetzt gleich. Ja, das stimmt. Ich würde prinzipiell ansonsten Köder? Eher vermeiden, dass wir immer hinrennen müssen. So, und den Rest können wir quasi jetzt hier in Geld umwandeln, wieder. So. Okay. Jetzt lass nochmal kurz überlegen, wir starten. Genau, und gehen ich mach nochmal Wave 1. Genau. Wave 1 ist das hier mit oben. Der Spike Trap, also hier sollten die drei... Da müssen wir eigentlich gar nicht hin. Da reinlaufen, da genau. müssen wir gar nicht hin, genau. Dann das müssen wir im Prinzip nur die hier töten. Genau, die machen wir einfach platt. Und das war's. So, das dann war's, Welle ja zwei. Genau. Und Welle 2. Dann müssen wir nur runterlaufen. Müssen wir runterlaufen, da den dran schießen. Draufschießen, genau. Und dann, was war jetzt nochmal oben Und die rechts? Drei sollten sich auch automatisch eliminieren. Ja, hier. Und was war oben rechts mit dem? Und oben rechts der, genau, den haben wir noch gar nicht. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Verdammt. Jetzt habe ich das schon ausgegeben. Na doch, wir haben ja immerhin noch... Kann ich das wieder wegmachen? Eine von den Stimmt, Fallen oder? Da noch liegen, die wahrscheinlich dann auch nicht hochgegangen sein wird. Ja, dann, oder, ja, mach da einfach halt noch zwei von den normalen hin und dann rennen wir da hin und machen einen platt. Ja, aber ich versuch gerade. Nee, da brauchen wir eh nur Geld für. Nee? Nee, wir brauchen immer auch Action Points. Nee, für die normalen nicht, oder für die Wolf. Das sind gar keine... Traps. Ha. Huh. Das sind nämlich keine Fallen mehr auswählbar links, ne? Ja, du hast bestimmt einfach nur irgendwo, musst nur irgendwo ein anderes Menü wieder anwählen wahrscheinlich. Nee, ich glaube, wir brauchen Action Points. Ja. Warte, dann
muss ich die Falle wieder wegmachen, dann kriegen wir wieder 20 Action Points. Ja, okay. Die ist ja eh nicht so wichtig wahrscheinlich. So. Und dann... Müssen wir es wohl so mit ihm aufnehmen. Mit dem letzten. Ja, oder du machst Ködern halt... Ködern tun und hinrennen. Ködern, genau, einen Köder hinlegen und hinrennen und versuchen irgendwie mit geheiligten... Mhm. Mit geheiligter aber, Munition den fertig zu machen. Der Köder muss an die Brücke dann. So. Nee, nicht an die Brücke. Sonst nee, dann, ja, dann kommt der ja. Der geht ja dann sofort zum Köder. Wir brauchen den hier oben direkt irgendwo. Ganz bei ihm direkt irgendwo. Und ja, das stimmt. Genau. Machen und wir da auch noch eine Falle direkt. Ach nee, können wir nicht mehr. Können wir nicht mehr, genau. Oh je. Na gut, dann probieren wir es mal. Ja, ich muss noch dann kurz in die Stadt wenigstens und uns... Dann kann sie uns mal ein bisschen Munition heilig sprechen. Oder die Axt. Oder die Axt, ja. Wobei wir... Und auch Munition. Wobei wir ja... Die willst du eh austauschen, ne, sobald... Ja, die Axt, genau. Ja. Dann machen wir... Dann die Muni. Einfach mal so 3 Stück vielleicht. Boah, ja. Auch ganz schön teuer, aber gut. Lohnt sich wahrscheinlich, genau. Irgendwie müssen wir ihn ja tot kriegen. Also jetzt wissen wir ja, dass man es nicht wieder zurückholen kann. Aber dann dürfen wir jetzt am Anfang also nicht die heilige Munition direkt verballern. Also das echt erst ganz am Ende machen. Ja. Okay. Nee, klar. Dann verballere ich erstmal die normale. Es kann auch sein, dass es schief geht, wenn rechts die 3 nicht alle auf den Köder gleichzeitig gehen. Ne? Dann haben wir halt ein Problem. Ja, aber das klappt schon. Testen und Skill haben wir noch? Ich würde mach die Fallen weiter krasser. Oh, die können wir ja jetzt noch krasser machen, ja. Okay. Wolf Traps now inflict 10 points of damage to werewolves. Ja, genau. Ja, oh, nice. Super. Das machen wir. So, alles klar. Los geht's. Dann geht's jetzt wirklich los. Dann geht's los, ja. Oh je. Ob wir die Nacht hier überstehen. Es wird auf jeden Fall hart jetzt. Es wird echt ganz schön hart. Also die erste Wave müssen wir nur die Wölfe töten, ne? Genau, die beiden, die jetzt direkt hier kommen auch. Es kommt denn jetzt nochmal ein Tutorial, oder was? Oh Gott, die können auch enragen, so wie wir selbst. Macht mehr Schaden. Und ist aggressiver. Da muss man aufpassen, okay? Also wenn sie so rot werden. So, die Wave geht gleich los. Die kommt von da. Kommt von da, ne? Ja. 2 Stück müssten jetzt gleich kommen. Normale. Ja, genau. Gott, hoffentlich geht es an der anderen Stelle gut, sonst haben wir gleich so ein Problem. Ja, das muss gut gehen. Da sind sie schon. Sehr gut. Die beiden sind schon mal weg. Und oben, das hat funktioniert, oder? Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Nächste Schön. Welle. Jetzt musst du direkt hier runter das Netz wegschießen von dem Großen. Ist die richtige Munition angewählt? Weiß ich jetzt nicht. Wie sieht man das denn? Oh, shit. Geh nicht zu nah hin. Ja, darf ich auf keinen Fall. Ja, er ist drunter. Hab ihn. Oh Gott. Und? Es hat gut was gebracht. Okay. Er ist down und jetzt zu dem anderen rennen. Jetzt musst du zu dem hochrennen. Stimmt. Wo wir den Köder hingelegt haben. Oh Gott. Das ist ein ganzes Stück jetzt. Ja. Ich renne. Ausdauer. Okay, aber er frisst noch. Er ist am Köder. Ein bisschen Zeit haben wir gewonnen. Aber die andere Falle hat anscheinend auch funktioniert. Ja, es gibt, glaube ich, gerade nur noch ihn. Nur noch ihn, genau. Ja. Wir sind geradewegs da auf dem Weg zu ihm. Und jetzt, ich muss natürlich mal nachladen. Mit geheiligter Munition. Schnell hin. So, und jetzt, da ist er schon. Wo ist er? Direkt vor dir. Schreimer? Nee, da steht er, da sitzt er. Da ist er doch. Oh ja. Schnell. Ich will auf den Kopf. So. Hat nachladen. Oh. Nicht so gut. Ja, okay, du musst ihn so platt machen. Du hast keine Zeit zum Nachladen, wenn der mal richtig aggressiv ist. Raged, genau. Sehr gut. Oh, jetzt wird's aber eng mit der Ausdauer. Oh, ich muss mal ein bisschen weg. Gleich. Jawoll. Und wir haben wieder Rage. Jawoll. Okay. Zack. Noch einmal. Jawoll. Ist er weg. Okay. Sehr, sehr gut. Düdeling. Na komm, freu dich. Jawohl. Stolze Pose. Er hat ganz schön gelbe Augen. Mhm. Vielleicht sollte er mal zum Arzt. So, das hat gut geklappt. Ja, das hat gut geklappt. 1,44 haben wir jetzt. Nee, wir haben sie bekommen. Ja, bekommen, das heißt, genau. Wir haben 2,14 Dollar. Das heißt,
könnten die Axt holen. Die krasse, ja? Ja. Es kommt sogar 2,34. Nicht schlecht. Ja, mach das sofort. Ja, schön. Also die gute Axt brauchen wir auf jeden Fall. Oh, da ist der Mike. Der Mike, neuer Werwolf. Characteristics ist besonders... Ah, okay, ist besonders widerstandsfähig gegen nicht Silberpatronen. Also man braucht Silberpatronen für ihn. Oder, Der reagiert nicht auf die Köder. Also den können wir nicht irgendwo mit Ködern verarschen. Das ist hart. Ist ansonsten aber trotzdem Spike Trap, Hanging Net, Firewall und Sacred Tree. Die kennen wir noch gar nicht. Also Es wird wohl gleich nochmal neue Fallentypen geben. Der sieht aber übel aus. Oh ja. Kapitel 6. So, da sind wir wieder. Die Firewall kriegen wir direkt erklärt. Die Firewall kriegen wir direkt. Ist er direkt zweimal da, der Maiken? Echt? Oh Gott. Use Firewalls to block paths in the forest. Forcing enemies to take an alternate route. Ah, die können dann ja gar nicht mehr lang. Ja, das ist ja richtig gut. Ja, da können wir die Pfade manipulieren. If you block every available path with firewalls, enemies will sacrifice some health and go through the walls anyway. Okay. If one enemy does this, it breaks the wall. Oh, das ist schade. Also das wäre blöd, wenn man so nicht einsperren. Nee. Okay. Kann nur die Wege verändern. Hier ist schon wieder ein neuer Weg frei geworden, weil der Fluss zugefroren ist. Und heute kommt der Maikan direkt doppelt von links und von rechts. Oh, sieht man schon. Jeweils eine, aber dafür auch nur eine Welle insgesamt. Ja, kauf erstmal die krasse Axt, würde ich sagen. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Sehr gut. Hier. Ein Hardware-Store. Das Wichtigste ist immer die richtige Bewaffnung. Oh, es gibt schon wieder eine neue. Boah. Für 2,34, oder das ist das, was wir haben. $3,95. Ja, das ist das, was wir haben. Unten. Okay, aber die können wir uns leisten. Aber das lohnt sich jetzt schon wieder nicht mehr. Weil wir die ganz krasse haben. Aber die ist schon vergleichbar krass, oder? Aber vielleicht brauchen wir die für den Maiken auch. Von den Punkten her. Ja, dann hol dir die und verkauf die andere, die wir haben schon mal. Die brauchen wir ja dann nicht mehr. Ja. So. Verkauf links die direkt. Und tschüss. Hier kann man doch. Okay. Ich glaube, die können wir nicht verkaufen. Weil du hast sie ausgerüstet wahrscheinlich. The item has no value. Also wahrscheinlich, weil es unser Start-Item ist, kann man es nicht verkaufen. Ist nichts wert. Na gut, dann behalten wir es halt. Ja. Dann rüste mal direkt aber um. Ich würde sie gerne direkt heilig sprechen lassen, aber dafür haben wir leider nicht mehr genug. Brauchen wir mehr Kohle. Auch einen Dollar. Okay. Ja, dann rüsten wir die mal aus. Zack. Sieht gleich schon viel besser aus mit dem grünen Griff. Und noch ein Skill. Und ein Skill können wir auch noch vergeben schon wieder. Vielleicht mal das Nachladen, oder? Dass das mal ein bisschen schneller geht, weil das ja, das wäre cool, ganz schön zurückgeworfen. Ja, so. Sehr gut. Ist drin. Und dann schauen wir mal. Ist auch nur eine Wave heute. Ja, zeig doch mal die Wege an dir jetzt. Die ja, ja. Hier ist der eine Maiken. Schnell. Und das sind wieder zwei, ne? Ne, auch nur einer. Auch nur einer, schade. Können wir nicht die Spike hinmachen. Wieder weiter runter. Wo sind wir selber? Wir stehen da. Ja, wir fangen immer hier an. Die Spike Trap wäre echt schön gewesen jetzt. Ja, pass auf, dann machen wir so, dass wir links selber kämpfen und den rechts müssen wir irgendwie fertig kriegen. Mit einer Falle? Was kostet denn das Feuer eigentlich? Kannst du mal gucken. Also hilft ja nichts, geht ja nicht anders. Wir müssen dann irgendwie, bis du da hingelaufen bist, ist der auf jeden Fall am Haus. Ja, schau doch mal, was das Feuer kostet. Das Feuer bringt uns hier überhaupt nichts, glaube ich. Ja, also, denke ich auch. Den Umleiten nützt ja nichts, dann. Ich würde einfach einen mit den Fallen. Ja, Zeit könnte es geben, das stimmt, ja. Ja, aber das nützt uns auch nicht viel. Lass einen mit den Fallen komplett fertig machen, rechts und links selber kämpfen. Moment. Also der reagiert ja nicht auf unseren Bait, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Ja, eben. Aber wie kriegen wir den? Meint ihr, die Wolf-Traps sind gut gegen den? Du brauchst bestimmt 4-5 gegen den. Boah, das ist schon hart. Wir haben auch jetzt nur noch 69 Cent im Moment. Könnten natürlich echt mal probieren, ob wir mit der Firewall genug Zeit kaufen könnten. Es kostet nur einen Action-Point. Das ist ganz cool. Ich würde es mal gerne ausprobieren. Wo geht er jetzt lang? So. Und wenn du jetzt noch genau jetzt noch den Weg hier zumachst, dann wird er hier lang gehen, denke ich mal. Ups. Ja. Wenn du da wir jetzt hier noch zumachen. Wir haben ja noch sehr viele Action Points, wir können uns so einen Spaß hier leisten. Ja, die kostet auch zum Glück nicht so viel.
Oh, okay. Jetzt könnte ich sogar hier noch zumachen. Cool. Ich denke mal, so ist es auch ein bisschen so gedacht. Ja, und jetzt mach oben noch zu. Ja, oben auch noch zu. Dann, ja, dann rennt er nämlich hier lang, genau. Ja. Und dann kommt er direkt zu uns. Perfekt. Wir können ihn quasi bis zu uns umleiten. Einfach. Ja, ist auch cool. Ist doch super. Geht er jetzt lang? So. Jetzt musst du da noch zumachen. Ja. Hier, ne? Ja. Cool. Und jetzt? Und es hat auch echt nicht so viele Action Points gekostet, aber da kommt er direkt an uns vorbei. Perfekt. Optimal. Kannst du jetzt die anderen auch noch eigentlich runterleiten, einfach, dass die unten rumkommen, oder? Wenn du einfach nur oben zumachst alles, dann kommen die auch direkt bei uns am Haus lang. Ja, das stimmt. Die müssen ganz unten rum, muss nur drei Wege zumachen. Wir könnten es probieren, sie dann wirklich alle drei in eine Spike-Trap zu locken. Ja, genau. Aber mit einem Ruf. Ja. Das wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Muss da rechts und, ja, meinst du, es geht so? Moment, ich muss mal gucken. Mach lieber da das zu, hier einfach zu. Genau, und rechts auch zu. Und rechts zu, genau. Und jetzt nochmal ein bisschen runter. Wobei, rechts brauchen wir vielleicht noch nicht mal. Doch, würde ich machen. Moment. Er läuft auch schon so da lang. Okay. Und der auch. Dann musst du jetzt unten noch zumachen. Mhm. Moment, ich entferne das erstmal wieder hier oben. Zwei wertvolle Action Points. Ja. So. Jetzt unten noch das zumachen. Das hier noch zumachen. Nee, da. Weiter links halt. Ganz links, wo der quasi reinrennt direkt, musst du zumachen. Moment. Genau da irgendwo. Hier? Nee, links. Da. Achso, damit sie hier unten genau rangehen? Genau, dann kommen sie beide ganz unten bei uns raus. Ja, okay. Also insgesamt alle kommen jetzt bei uns raus. Ja. Ja, cool. Ist doch ziemlich cool, diese Feuerwall, muss man sagen, wenn man so, also wenn es jetzt gleich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oh, jetzt will er doch da lang. Also muss ich doch hier zumachen. Ja, kommen die paar Action Points. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir da Fallen halt, ne? Ja, nur die Spike Trap, oder? Die ist ja super stark. Also die hat ja eben alles auseinandergenommen. Aber der jetzt rechts vorbeigeht am Haus, der kommt da dann nur hin, wenn wir in dem Moment schreien, wo er da langkommt, ne? Ja, das stimmt. Bitte? Der rechts langkommt, den wir umgeleitet haben, von der Mühle aus, an unserem Haus vorbei. Ja. Der geht ja direkt an dem, da wo die Mauer, genau, da geht der. Der geht ja hier hoch, ja genau. Wie kommen wir an den ran am besten? Naja, also wir brauchen eigentlich nur alle drei in unserem Schreiradius und dann müssen wir schreien und dann kann es schon funktionieren. Ja, der setzt immer rechts neben das Haus ein bisschen unter, unterhalb vielleicht noch. Ein bisschen runter würde ich noch gehen. Ja, da so irgendwo. Zack. Ja, das war's eigentlich schon. Willst du vorsichtshalber sowas anderes willst, oder sollen wir es einfach mal drauf anlegen jetzt, ob's klappt? Ich glaube, wir sollten es mal drauf anlegen. Ja, okay, dann machen wir das noch. Los geht's. Okay. So, der Rest wird jetzt umgewandelt, ne? Mhm. Ja. Achso, nee, haben wir nicht. Hast du nicht auf den Baum geklickt? Muss ich das, oder? Ich glaube schon, ja. Mhm. Okay. Das genau, es muss so orange sein. Guck, da kriegen wir unten jetzt die Kohle. Genau, sehr gut. So, los geht's. Los geht's, dann gucken wir mal, ob das klappt. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf die Karte quasi gucken, wann die im Bereich sind, wo wir schreien müssen dann. Und dann müssen wir alle drei dahin schreien. Sonst haben wir echt ein Problem. Oh, was kommt denn jetzt noch? Ganz viele Tippies. Indianer sind anscheinend auch noch in dem Spiel. Rather go alone. Will you be back before dawn? Perhaps. The Mykans are unpredictable. Before you go, can you tell me what this blood moon means? It's a bad omen. The invisible beast will soon come to test us. Die reden bestimmt über den Mykan. That many Wepiquan Josephine's mother spoke of before leaving us? The one that will destroy our tribe? I'm not sure yet. Maniwakwan could have been wrong. I will have to search further. Also der alte Indianer hat jetzt prophezeit hier, dass dieses lange in der Sage angekündigte harte Biest jetzt bald kommt. Vielleicht ist das wirklich der Maikan, von dem jetzt hier gleich zwei kommen, okay? Ja. Mal gucken, ob das jetzt so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wird echt eine enge Kiste, glaube ich. Es geht schon los, geht schon los.
Also wir müssen quasi nur an unserem Haus jetzt warten, ne, bis die drei gelben Punkte... Weißt du denn, wo ist die Falle? Da links direkt, ne? Ach ja, genau. Ich muss natürlich auf die Falle, klar. Da schreien, sonst kommen die ja nicht dahin. Man sieht unten auf der Karte unten rechts, der eine weiße Punkt kommt schon, da oben kommt der andere weiße Punkt. Bisher läuft's gut, alle kommen her. Oh. Ich glaube aber, die einen werden sehr viel früher da sein. Der andere ist noch ganz rechts, seht ihr das? Ja, ja. Es wird nicht, ist nicht gut getimed. Nee, das stimmt. Die sind jetzt schon im Radius, die beiden. Du musst jetzt ja, der andere du musst jetzt ist rufen. Aber auch fast im Radius, oder? Es wird ganz ja, knapp. Ist jetzt im Radius? Die sind jetzt schon ist da. Jetzt die im Radius? Schreien, ruf! Schreien. Und jetzt renn weg. Renn so weg. Hat oh, nicht oh, geklappt. Nein. Wo ist die Spike Trap? Hier. Renn weiter. Ich bleibe einfach hier drin und versuche sie trotzdem hier alle reinzuloggen. Und zu, hier zu kämpfen. So lange auszuhalten, bis der andere auch da ist. Der ist jetzt schon gleich da. Du hast es fast geschafft. Er ist jeden Moment da. Renn jetzt in die Spike Trap. Ja. Bleib einfach da stehen. Da ist der ja, andere. Ja, da ist er. Kommt rein. Ja. Jawohl. Und da sind sie alle tot. Alle drei weg. Sehr, sehr geil. Sehr gut. Hat ja wirklich funktioniert. Wahnsinn. Cool. High five, Jungs. Yeah. Der Jackpot. Da ist er wieder stolz, unser Holzfäller. Das war aber auch cool, ja. Muss man sagen. Also sehr gut überlegt auch. Gut nachgedacht habt ihr da. Ja. Ja, Freunde. Das war's auch wieder mit der Folge. Steigen wir noch ein Level auf und ja! Juhu! Level 6. Success. Ja. Wir haben wieder ein bisschen Kohle bekommen. Mit einer sehr, sehr schlauen Taktik hier zugeschlagen. Ja, und einer kleinen Portion Glück. War natürlich dabei. Genau, die beiden Maikans waren gar nicht so schlimm, wie wir es erst gedacht haben. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Die Mühle genau. Ist sicher. Unsere Schwester geht's gut. Noch leben wir. Ja. Ja. Wir und wir haben auch nicht weitergeht. Vor zu sterben. Genau. Nee. Also macht's gut bis und bis bald. Tschüss.